unser Navigationssystem haben wir diesmal die Adresse im Tal 17 in 87.000 Leoben eingegeben, um zu unserem Interviewpartner zu kommen. Die Rede ist von Michael Leipold. Ein herzliches Willkommen. Danke, dass wir bei Ihnen zu Gast sein dürfen in diesem wunderschönen Weinkeller in Ihrem Unternehmen, den Gasthof 3 Raben. Und danke, wie gesagt, dass Sie wirklich die Zeit haben, weil Sie sind ja ein vielbeschäftigter Mann. Ja, ganz so schlimm ist es nicht, aber auch von meiner Seite ein herzliches Leobner Glück auf und ich möchte mich schon im Vorhinein bedanken, dass Sie die Zeit genommen haben, hier nach Donauwitz in unseren Gasthof 3 Raben zu kommen. Danke. Wir werden Sie jetzt ein bisschen in den Mittelpunkt drücken und beginnen gleich einmal mit Ihrer Lebensstation, die Sie schon sehr früh gewählt haben. Sie haben ja die Ausbildung in der Gastronomie absolviert, aber warum überhaupt dieser Wunsch oder dieser Weg in der Gastronomie? Naja, ich habe diesen Weg gewählt bereits, also im Jahre 68. 68 bis 71 habe ich im Grand Hotel Baumann, das war ja damals eines der führenden Häuser der Steiermark, gelernt, den Beruf Restaurantfachmann. Und ich glaube, gerade für einen jungen Menschen ist das ein sehr, sehr schöner Beruf. Man kann mit Leuten kommunizieren, man kann reisen und lernt Leute und Sprachen kennen. Und das ist also schon ein sehr, sehr erstrebenswerter Beruf für die Jugend. Sie haben das ja dann nicht nur jetzt bei der Ausbildung gelassen, sondern Sie haben diesen Weg dann weiterverfolgt, selber Unternehmen gegründet, wie den Bierkrug in Leoben, 3 Raben jetzt hier. War das schon immer in Ihrem Kopf, schon wie Sie die Ausbildung gemacht haben? Ja, doch. Ich war zuerst 11 Jahre in etwa in führenden Häusern Europas unterwegs, war ein bisschen am Schiff auch und habe dann im Jahre 82 den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt mit dem Stadtkrug am Leobener Hauptplatz. Und dann hat sich das ergeben, dass eben die Mutter in den Ruhestand getreten ist und so habe ich 10 Jahre später den Betrieb hier, den Gasthof 3 Raben, im Herzen von Donauwitz übernommen. Genau, Entschuldigung, Stadtkrug hat er gesagt, nicht Bierkrug. Ich habe jetzt nur Bier im Kopf, weil wir in der Bierstadt sind. Aber Bier ist jetzt nicht mein Stichwort, sondern Wein, denn rund um uns befinden sich ja wirklich wunderbare Weine in Ihrem Weinkeller. Sie selber haben auch schon erzählt, Sie sind wirklich leidenschaftlicher Weinliebhaber. Warum dieser Weg zum Wein und nicht Bier? Wir sind ja in der Bierstadt. Das ist richtig, ja. Wir sind in der Bierstadt, aber auch der Wein hat hier in der Bierstadt Leoben durchaus seine Berechtigung. Und ich habe mich in die Richtung entwickelt, so vor 18, 20 Jahren, mich ein bisschen intensiver mit Wein zu beschäftigen. Und ich muss sagen, das ist eine Leidenschaft und ich bin, so glaube ich, doch vom Rebstock ein bisschen infiziert worden. Diese Infektion bringt Sie nicht nur bei uns in Österreich umher, sondern, wie Sie gerade gesagt haben, auch international. Gibt es denn ein Land, wo Sie sagen, das ist wunderbar, wo ein richtig guter Wein herkommt? Ja, ich glaube, von der Qualität her sind wir in Österreich absolut top unterwegs. Wir haben ja das Glück gehabt, im Jahre 85 den Weinskandal zu haben. Und das ist eigentlich die Geburtsstunde des österreichischen Qualitätsweinbaus. Und wenn wir bei großen Weißweinen sind, so zählen für mich neben den Steirern, die ja im Sauvignon und im Morillon-Bereich, im Lagenbereich wirklich ganz, ganz vorne mitmischen, vor allem die großen grünen Veltliner und die Rieslinge aus der Wachau, die absolut bei großen Weinbewertungen die ersten 3 bis 5 Plätze belegen und dann kommt der Rest der Welt. Und auch bei den Süßweinen war ja der Kracher, der leider sehr jung verstorben ist, 3-mal Süßweinwinzer der Welt. Und auch sein Sohn, der Nachfolger, macht dieses sehr, sehr gut und ist hervorragend unterwegs. Bei den Rotweinen hat sich in den letzten 10 Jahren auch Gewaltiges getan. Da sind wir auch sehr, sehr gut unterwegs. Nur fehlt hier einfach in Österreich ein bisschen die Menge. Wir haben in etwa 1% der Weltproduktion. Nur mit der Qualität sind wir also absolut ganz, ganz vorne dabei. Man merkt schon, wenn man Ihnen zuhört, dass Sie schwärmen über unser Land, über Österreich, über die Steiermark. Ist Ihnen das auch besonders wichtig, wenn es jetzt in Ihrem Unternehmen so um diese Planung geht zum Thema Regionalität und auch die Produkte? Das ist für mich also wirklich eine Herzensangelegenheit, muss ich sagen. Und ich versuche also mit unserer regionalen Landwirtschaft da sehr, sehr gut zusammenzuarbeiten. Und die erzeugen wirklich Produkte von allerhöchster Qualitätsklasse. Und die dann in unserer Küche zu verwählen, das macht wirklich Spaß. Und ich bin auch ein Verfechter, dass wir also nicht zum Beispiel um die Weihnachtszeit Erdbeeren, Gurken und so weiter verarbeiten, weil die kommen von weiß Gott woher und wir sollen die Produkte auf den Tisch bringen, wann sie bei uns wachsen und da haben wir eine tolle Qualität. Sie selbst haben wirklich sehr viele Facetten. Sie sind Weinliebhaber, Sie haben
ein Unternehmen. Sie sind aber auch im Tourismus verankert, nämlich als Tourismusverbandsobmann. Wie ist dieser Weg entstanden? Naja, dieser Weg ist entstanden. Ich wollte also immer ein bisschen mitgestalten in die Oma auch. Und da hat mich der Herr Bürgermeister Hofer, Dr. Matthias Konrad, darauf angesprochen, vor circa 12 Jahren, da aktiv mitzuarbeiten. Und das habe ich dann gemacht. Und ich bin jetzt seit mehr als 10 Jahren Obmann vom Tourismusverband Leoben. Ich war auch Gründungsmitglied des Tourismusregionalverbandes Hochsteiermark, habe da in etwa 6 Jahre mitgearbeitet, war davon die letzten 3 Jahre Obmann. Habe die Hochsteiermark, die ja damals nicht ganz unumstritten war, auf Schiene gebracht und ich muss sagen, sie ist sehr, sehr gut unterwegs. Und was Leoben betrifft, also wir sind wirklich großartig unterwegs. Wir haben seit meinem Antritt in etwa die Nächtigungszahlen verdoppelt. Wir werden heuer, so hoffe ich, die 100.000er-Grenze erstmals erreichen und da sind wir alle wirklich stolz drauf. Was ist denn Ihr persönliches Ziel für den Tourismus hier bei uns in der Region? Naja, in der Region, wir haben natürlich die ethnologische Großausstellung, das absolut ein Zugpferd ist. Für meine Begriffe ist natürlich der Kongresstourismus sehr wichtig, der sich in den letzten Jahren gut entwickelt hat. Hier ist natürlich auch politisch gefordert, dass jetzt raschest Entscheidungen fallen, was den Kongresstourismus bzw. Kongresszentrum betrifft. Was mir natürlich auch sehr am Herzen liegt, ist unser Wellness-Tourismus. Wir haben ja seit wenigen Jahren eine ganz, ganz tolle, eine einzigartige Wellness-Anlage mit dem Asia Spa und dem Hotel darauf. Und da haben wir natürlich sehr, sehr viele Gäste aus der gesamten Region. Aber es kommen immer wieder und in den letzten Jahren wesentlich mehr schon Urlaubsgäste aus dem In-, aber auch aus dem Ausland, die hier diese Badelandschaft genießen. Aber wir haben also wirklich Juwele in der Region, sei es den Erzberg, sei es der Leopoldsteiner See, sei es Mariazell. Also wir haben wirklich Peter Roseckers Waldheimat, wir haben wirklich Juwele in der Region. Und von Leoben aus diese Ziele zu erreichen, um den Gast ein bisschen vielleicht 2-3 Tage in Leoben zu binden, das ist eigentlich das Ziel. Jetzt haben wir viel gehört über Ihren Beruf. Jetzt wollen wir Sie noch mit einer Frage schnell ins Private ein bisschen kennenlernen. Wenn es einen freien Tag bei Ihnen gibt, ich hoffe, das gibt's, wie verbringen Sie diesen? Ich bin also ein sehr großer Familienmensch, wenn das möglich ist, natürlich mit der Familie. Und wir sind in der glücklichen Lage, seit 1,5 Jahren unser Enkelkind zu haben, den Matthias, und mit dem verbringen wir also einen großen Teil der Freizeit und natürlich alles, was mit Genuss zu tun hat. Also ich bin wirklich leidenschaftlicher Genießer, ob das beim Essen ist, beim Trinken, beim Wohnen, das macht schon Spaß. So, dann sind wir am Ende unserer Fragen angelangt. Doch bevor wir wirklich abschließen, gibt es noch unseren kurzen Kanal 3 Fragebogen und diesen beginne ich mit Berge oder Meer? Ich glaube, die Berge. Warum? Natur, pur, also Ruhe, ein bisschen ausspannen, also das ist für mich schon. Wir haben in der Region also wirklich so schön, in der nähersten Umgebung haben wir also wirklich tolle Berge, also die auch für mich zu durchwandern sind und das macht also schon Spaß. Wenn Sie einen Lotto-Sechser hätten, was würden Sie machen? Ehrlich gesagt, Lotto 6er, das ist nicht unbedingt das, was ich anstrebe. Für mich ist also ganz wichtig Gesundheit und Familie. Das ist also mit Geld. Ich habe einen bescheidenen Wohlstand, habe ich, also zum Leben, zum Genießen. Ich kann gelegentlich ein gutes Glas Wein konsumieren, dazu ein Buch. Das ist für mich eigentlich Lebensqualität, aber nicht das Geld. Also es gibt für mich andere Werte. Ihr Lieblingsrezept? Ja, wie gesagt, ich bin Genussmensch, aber natürlich ein gutes steirisches Bockhänderl mit einem Erdäpfelsalat, Kernöl drauf und ein gutes Glas steirischen Wein ist für mich schon was Schönes. Wir wünschen Ihnen, dass Sie noch ganz, ganz viele schöne Momente mit Ihrer Familie verbringen können, noch viele Genusselemente erleben können und dass wir uns auch bald vielleicht auf einem der Feste in Leoben wiedersehen. Das würde mich natürlich freuen und mir ist es ein ganz besonderes Anliegen. Ich habe im Leben also wirklich sehr schöne Dinge erleben dürfen und ich möchte auch etwas an die Allgemeinheit zurückgeben und das mache ich eigentlich sehr, sehr gern bei meinen ehrenamtlichen Tätigkeiten und es würde mich wirklich freuen, wenn Sie den Weg nach Donnerwitz wieder mal finden und bei uns, bei den 3 Raben, wieder einkehren. Danke vielmals.